Moin. Moin. Guten Morgen. Heiko, quatsch immer zu viel. Ich glaube nicht. Peter, was haben wir heute vor? Wir haben heute mal was anderes vor. Und zwar, seht ihr, wir haben Gast dabei, den André. Na? Und wir haben immer mal Anfragen, Bildkastrollen. Auf was muss ich achten und so weiter. Und wir machen heute mal was für Einsteiger, weil André hat noch nie eine Bildkastroute in der Hand gehabt. Und da ist das natürlich ganz richtig gut, dass wir dann auch jemanden dabei haben, der das dann heute mal lernt. Und wenn wir nachher nach Haus fahren, dann kann er mit der Bildkast umgehen. Zumindest das Wichtigste. Das denken wir, genau. Also heute geht es tatsächlich darum, einmal Bildkast erklären, nicht nur, wie man damit wirft, sondern tatsächlich auch, wofür die 1000 Rädchen da dran sind. Da werden wir Peter heute mal ein bisschen löchern und uns zeigen lassen. Doch. Ich halte heute nur die Kamera. Peter darf heute alles rauslassen, was er hat. Fast. Also, aber auf den Teich, los geht's. Köder werfen, Rollen einstellen, zeigen, wie es funktioniert. Und mal gucken, ob der eine oder andere Hecht an Land will. Während ich jetzt hier nebenbei schon mal die Bildkastrollen abgefilmt habe, Peter kann es ja nicht lassen, ne? Egal wo wir sind, der erste Wurf gleich, der Motor ist noch nicht mal aus. Nachdem Peter jetzt seinen ersten Fisch verhaftet hat, kann es jetzt endlich losgehen. Ihr hört ihn im Hintergrund schon lachen. Jetzt wollen wir mal gucken, was er so alles weiß. Also wie ihr wisst, habe ich ja keine Ahnung und davon reichlich. Und ja, ich kann immer nicht anders. Während Heiko hier noch rumbastelt und so, dann muss ich schon mal werfen, um mal zu gucken, ob ein Fisch da ist. Immer mehr setze ich das Angeln durch mit einer sogenannten Bildkastrolle. Auch das ist eine Multirolle, aber konzipiert zum Werfen. Hier in Europa ist ja die Stationärrolle eher so der gebräuchlichere Typ. Und die Japaner und auch die Amis, die fischen eher mit diesen übersetzenden Rollen mit sich drehender Spule. Und auch bei uns ist immer mehr auf dem Vormarsch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fische mittlerweile auch fast nur noch Bildkastrollen, denn sie haben eine viel bessere Köderführung, als das mit der Stationärrolle auch möglich ist. Allerdings nicht bei jedem Köder. Da muss ich einiges bedenken. Welche Köder will ich einsetzen? Wo lohnt sich eine Bildkastrolle? Wo ist eher eine Stationärrolle angesagt? Und wie ihr heute sehen könnt, wir haben gar keine Stationärrolle mit. Wir angeln heute nur mit der Bildkast. Und wie das alles funktioniert, das zeigen wir euch mal. Für die meisten Angler ist erstmal die Frage, was kostet sowas? Muss ich jetzt Rollen fischen, die einige hundert Euro kosten? Oder aber reicht auch eine ganz billige Rolle? Ich habe hier mal verschiedene Typen dabei. Hier haben wir mal eine ganz einfache Rolle, die kostet so um die 25 Euro, allerdings in China. Ja. Und wir haben hier mal eine bei, die kostet so um die 230, 240 Euro, so ungefähr. Also hochwertiger. Der Vorteil bei diesen Rollen ist, die Bremsen sind absolut fein einstellbar. Bei diesen ganz einfachen Rollen, da sind die Bremsscheiben meistens nur eine und wenn man die Rollen dann nicht löst nach dem Angeln, also die Bremse, dann sind sie auch sehr schnell hinüber oder sie bremsen unregelmäßig, was natürlich auch immer einen Köder oder auch einen Fisch kosten kann. Also man sollte immer, ich sag mal, ein bisschen höher einsteigen, ein bisschen was zusammen sparen und eine etwas hochwertigere Rolle kaufen. Es gibt mittlerweile, ich sag mal, Bildkastrollen, natürlich immer abhängig von den Ködergrößen, die man fischen will. Aber für eine recht gute Rolle sollte man so, ja, ich sag mal, ab 150 Euro einplanen. Ja, das ist dabei ganz wichtig. Man kann auch bei, ich sag mal, AliExpress oder wie die Chinesen alle da heißen, da kann man auch mal ja, gucken, eine Rolle so für 50, 60 Euro da bei Alibaba.
die haben meistens auch schon eine recht gute Qualität. Aber natürlich keine Garantie, kein gar nichts. Und da ist es dann wirklich immer besser, hier am Fachmarkt zu gehen, sich da eine auszuwählen, mit den Leuten da zu reden, wie sie funktionieren. Und die erklären das natürlich auch ganz gut. Wenn ich mich jetzt für so eine Rolle entschieden habe, für einen Baitcast, dann brauche ich eine passende Rute dazu. Ich kann nicht jede Spinnrute dafür nehmen, sondern sie braucht immer spezielle Bringung, so wie man das gleich sehen kann. Und diese Ruten haben auch immer spezielle Griffe. Und je nachdem, was für Köder ich fischen möchte, brauche ich auch verschiedene Rollen, verschiedene Größen und auch verschiedene Schnüre. Also das ist immer ein Aspekt, den man im Hinterkopf haben sollte. Ich kann mit einer Rolle nicht alle Angelarten abdecken. Deswegen stehen hier auch so viele rum. Wenn man das erste Mal mit so einer Rolle werfen will, dann sollte man die Spulenbremse hier, also der Abstand hier, die Spule wird zusammengepresst, so hier drinne, und dadurch, wenn man das hier fest hat, bewegt sie sich nicht mehr. Jetzt fange ich ganz vorsichtig an, das hier zu lösen, und der Köder geht jetzt langsam runter. Wenn ihr die Spule jetzt so eingestellt habt, dass der Köder gerade so nach unten läuft, wenn er unten aufkommt, dann dreht sich die Spule nicht weiter, weil wir haben ja hier eine übersetzende Rolle mit sich drehender Spule. Das heißt, beim Werfen, da kommen wir gleich zu, zieht der Köder die Schnur von der Spule. Und wenn ich das zu ruckartig und zu schnell mache, dann kann das sein, dass die Spule sich überdreht. Ich habe einen sogenannten Backlash, das heißt, die Spule überdreht sich, die Schnur wird einmal richtig angehalten, das knallt einmal. Ich glaube nicht, wie weit Köder fliegen können ohne Schnur dran. Ja, und das ist dann natürlich immer sehr ärgerlich, weil Köder kosten natürlich auch Geld. Also, kommen wir mal kurz zum Werfen. Wir werfen anders als mit der Stationärrolle. Stationärrolle kann ich Ruck geben, feuerfrei. Und das geht bei der Baitcast nicht. Ich muss hier weicher werfen. Damit ich merke beim Werfen, wie dreht sich die Spule. Der Daumen bleibt immer hier an der Spule. Immer so drauf lassen, auch beim Werfen. Denn wenn die Schnur hier anfängt, hier drinnen, hier, wenn die anfängt zu flattern, dann heißt das, wird die Spule schneller. Und dann kann ich das mit dem Daumen ein bisschen korrigieren, indem ich das ganz leicht abbremse. Aber erstmal auch hier, man muss sehr weich werfen. So. Wenn ich das jetzt drin habe, dann gehe ich hier an dem Rädchen bei und mache das ein klein bisschen lose, und ihr seht, die läuft schon schneller, und hier fängt sie an, sich zu überdrehen. So ganz leicht. Jetzt ist beim Werfen natürlich, wenn ich weich werfe, und das ist wichtig, dann kann ich schon viel weiter werfen, ne, weil die Spule einfach freier dreht. Das würde ich aber erst machen, wenn ich das drauf habe, also gelernt habe, mit der Rute weich zu werfen, damit ich nicht in den Anfangsstunden, wenn ich das übe, zu viel Köder eben wegschmeißen. Nun haben wir ja unsere Spule so eingestellt, dass der Köder gerade so runterrollt. Ne? Jetzt können wir schon mal ein bisschen werfen. Und zwar werden wir nicht solche Weiten erzielen wie die ganzen Profis, aber ist auch erstmal nicht so schlimm. Man soll ja erstmal das Gefühl kriegen. Wenn wir nachher einen Fisch am Band haben, haben wir hier immer noch so eine Bremse. Und hierbei ist es ganz wichtig, dass man vor oder besser nach dem Angeln die Bremse immer löst. Hier sind die Bremsscheiben drin, und wenn die nur gequetscht sind, dann geht natürlich Bremskraft verloren. Hiermit stelle ich ein, und das ist das Gute bei der Sternbremse, ich kann das mit dem Daumen oder mit dem Zeigefinger so einstellen, wie die Schnur abgezogen werden soll, je nach Größe des Fisches. Muss ich die Bremse ein bisschen lösen, mache ich das mit dem Daumen. Ne, hier seht ihr, geht gleich leichter. Muss ich die Bremse ein bisschen fester machen, dann kann ich das mit dem Zeigefinger machen. Das ist doch anders als bei der Stationärrolle, da muss ich dann extra Gretchen nehmen, und hier kann ich das gleich an der Kurbel mitmachen. Also das ist die Spulenbremse, die Bremseinstellung für den Drill, und die hier, das ist die Einstellung für die Spule, wie leicht sie hier drauf laufen soll. Also diese Stellung oder diese Bremse hier für das Laufen der Spule. Und das ist die Bremseinstellung für den Drill. Und wenn ich das nachher alles raus habe und damit dann auch werfen kann, dann macht das natürlich unwahrscheinlich viel Spaß. Ich würde solche Rollen empfehlen natürlich für Köder wie Jerkbaits, wie Swimbaits,
da macht sich das gut. Ein Blinker geht auch nochmal, aber da bin ich dann schon wieder so, würde ich eine stationäre Rolle bevorzugen. Genauso wie für Gummifische, auch da würde ich dann eher eine stationäre Rolle verwenden, also bevorzugen bis zu einer bestimmten Größe. Ich sag mal, ein 20er Gummifisch kann ich noch mit der stationären Rolle fischen und größer nachher würde ich dann auch eine Baitcast nehmen. Ja, da sind sie besser, weil die Kraftübertragung dann direkt auf die Spule ist und bei der stationären Rolle, wisst ihr ja, läuft die Schnur immer über den Winkel. Diese Rolle hier ist jetzt für kleinere Köder gemacht und auch die Rute dazu, die ist jetzt bis 42 Gramm. Dementsprechend auch eine kleinere Rolle und wenn ich denn größer rangehen will, ich fische dann auch mal solche Köder, ja, ich bevorzuge die eh und da brauche ich natürlich auch eine andere Rolle. Das ist jetzt mal eine Big Bait Rute, das ist noch ein Prototyp, also die ist noch nicht in Serie, die testen wir immer noch mal fleißig. Dazu auch eine große Rolle, eine große Baitcast-Rolle. Natürlich sieht man auch schon eine wesentlich dickere Schnur, eine 35er habe ich da drauf. Hört sich erstmal brutal an, aber da wir immer mal wieder, und das kriege ich ja auch ganz gut hin, auch hier ein Backlash produzieren können, das passiert ja immer wieder mal, auch bei Leuten oder bei Anglern, die das schon öfters geworfen haben, und da reißt die Schnur nicht so schnell. Ne? Bei einer 35er natürlich eine andere Tragkraft als eine 20er. Und deswegen fische ich hier eher eine dickere Schnur da drauf. Hier ist die Einstellung genau dasselbe. Das heißt, hier stelle ich die Spule ein. Hier habe ich meine Bremseinstellung. Und ich habe nochmal eine extra Bremse hier, die ich so einstellen kann. Ne? Jetzt drehe ich die Spule ganz leicht und hier mache ich sie erstmal stramm. Und auch hier kann man mal sehen. So. Die geht bei mir so runter, dass der Köder, wenn er auf der Wasseroberfläche aufkommt, dass die Spule fast stehen bleibt. Ich kann hiermit trotzdem weit werfen, mit der geht das. Ich mache die nachher wieder für mich, also ein bisschen leichter. Und auch hier muss ich natürlich sehr weich werfen, denn wenn ich zu hart dabei rangehe, dann zieht der Köder die Schnur ruckartig von der Spule. Die fängt natürlich ganz schnell an sich zu drehen und dabei überschlägt sie sich, bleibt stehen. Und dann reißt der Köder meistens ab. Und das wollen wir nicht. Also deswegen nicht ruckartig werfen, sondern immer, so wie man hier jetzt sehen kann, immer schön weich. Kommen wir mal zu der Frage, welche Firma ist da die beste, die Baitcast-Rollen herstellt? Und da muss ich ganz klar sagen, es gibt keine beste. Jede Firma baut in ihrem Bereich immer spezielle Rollen, die auch so gut sind, dass ich der anderen Firma die vorziehe. Und zwei oder drei Firmen auf alle Fälle, die ich empfehlen kann, das ist Daiwa, Shimano und Abu Garcia. Also das sind so die drei Rollentypen, die ich selber auch am meisten fische. Für die größeren Rollen, das heißt zum Hechtangeln, so eine 301 oder sogar eine 401. Ihr seht schon, die sind schon ganz schön kräftig. Das ist jetzt mal Daiwa und das ist Shimano. Und zum Beispiel die Trunks hier von Shimano, die ist so robust, die verzeiht auch sehr viel. Also die ist für Einsteiger natürlich schon eine Top-Rolle. Da kann man nicht meckern. Gibt natürlich auch andere, aber die kann man euch eigentlich so empfehlen. Die funktioniert ganz gut. Oder auch von Daiwa, die Tatula, auch das ist eine sehr schöne Rolle, robuste Rolle für größere Köder. Da kommen wir dann schon sehr gut mit zurecht. Wollen die uns hier mit ihren Fliegern eigentlich heute nur ärgern? Nur Krach. Unglaublich. Ich will eigentlich angeln und ich muss hier immer warten, bis der Krach vorbei ist, damit ich noch was erzählen kann. Also das ist natürlich sehr ärgerlich. Wer da richtig mit dem Baitcast unterwegs ist, der sollte natürlich auch bedenken, was für Schnüre drauf kommen. Für diese Finesse-Fischerei, das heißt für die ganz leichten Köder, eine 10er geflochtene ist okay, damit kommt man schon ganz gut hin. Kleiner würde ich für den Einstieg nicht empfehlen. Für die mittleren Köder, das heißt bis 30, 40 Gramm, da würde ich dann eine 20er oder sogar eine 22er wählen, wie gesagt wegen Backlash. Und für die richtig großen Köder würde ich 32, 36er Schnur, sowas in der Richtung wählen. Ja? Für große Köder.
Oder aber ich fische auch die 800 Gramm Köder oder nicht ganz 800 Gramm, 40er Forellen. Da habe ich dann auch eine 40er geflochtene drauf. Da wir das ja nur für den Einstieg in die Baitcast-Angelei machen, würde ich empfehlen, zum Anfang zumindest, sich eine vierfach geflochtene Schnur zu nehmen. Die ist zwar etwas lauter in den Ring, das stört nicht unbedingt, aber beim ruckartigen Werfen kann das sein, dass eine 8er oder auch 12-fach geflochtene sich hier in die Wicklung mit reinzieht und das beim Werfen fatal, dann bleibt die Spule nämlich kurz ruckartig stehen, überdreht dann und dann hat man auch einen Backlash. Also für eine 8er oder 12er Schnur, also 8-fach oder 12-fach geflochtene, erst später entscheiden, wenn man das nachher so richtig intus hat, dass man da richtig gut mit umgehen kann. André bei seinen ersten Würfen. Und André, wie geht's nach der kurzen Einweisung? Ja, ist ungewohnt. Ja. Aber ich glaube, das könnte was werden. Ja, wenn man die richtigen Köder nachher hat, ne? Gerade die Hardbait-Angelei macht ja sehr viel Spaß, dann ist das schon interessant. Kommen wir mal auf die Rolle. Heiko im Hintergrund auch schon wieder fleißig am Werfen. Was Fisch? Klopkraut. Das ist ja schon wieder die Größe, die ich bevorzuge, ne? Wie ihr hört, hört ihr nicht mehr so viel von den Fliegern, die machen bestimmt Frühstückspause, aber ihr hört das Rauschen hier und das ist immer noch richtig windig. Und wenn wir Wind haben, ist das Werfen mit der Baitcast immer nicht so einfach. Zumindest hat so eine Baitcast dann einen gewaltigen Nachteil bei Gegenwind. Gerade wenn ich so schwere Köderfische oder auch so Wobblerfische und so, der Köder zieht ja die Schnur von der Spule und bei richtig Gegenwind, so wie wir jetzt haben, wir haben mal gut 5-6 Windstärken. Das heißt, der Wind drückt gegen den Köder wird langsamer, aber durch die hohe Anfangsgeschwindigkeit der Spule wird die nicht langsamer. Das heißt, ich muss das korrigieren mit dem Daumen oder aber, wenn ich das verpasse, dann habe ich einen Backlash drauf und den ziehe ich mir da schneller mal rein. Ne? Also, dass die Spule sich überdreht. Deswegen ist das Angeln bei Gegenwind immer nicht ganz so einfach. Also man sollte dann, wenn es doch sehr windig ist, sich immer so platzieren, dass man mit dem Wind werfen kann. Das ist auf alle Fälle einfacher. Wenn man das denn doch so hinkriegt, dann sollte man ganz, ganz vorsichtig die Schnur hier ziehen. So, sieht man. Und das kann dann sein, dass man, wenn das ein bisschen doller ist, dass man die Schnur auch wieder erstmal zurückzieht in die andere Richtung. Und dann wieder nach vorne ziehen. Und dann wieder nach hinten ziehen. Und dadurch, seht ihr hier, ne, da kommen die einzelnen Windungen dann auch wieder frei. Wenn das zu doll ist, dann kann das auch schon mal sein, dass man da 10 Minuten oder länger dran sitzt. Aber man kriegt sie trotzdem wieder auseinander. Wie ihr ja gerade gesehen habt, angle ich gerade mit dem Jerk und ich bin ja eher der faule Angler, das heißt, die Köderführung ist natürlich immer entscheidend, ob man Fisch fängt oder nicht. Ne? Weil so wie du deinen Köder anbietest, so wirst du Fische fangen. Und wenn du das richtig machst und der Fisch sagt, den will ich fressen, ist alles safe. Und dabei kann man beim Jerken, ist auch wie ein Wobbler ohne Tauchschaufel, einmal in die Rute schlagen, also jerken, oder aber man kann einfach über die Rolle arbeiten, einen kleinen Schlag machen in die Rolle. Dadurch kommt der Köder ja auch in Bewegung. Dafür ist eine Baitcast bestens geeignet, weil hier habe ich nur, machen wir ein bisschen so, einen Schnureinzug von vielleicht, wenn ich so mache, vielleicht 5 cm. Das heißt, der Köder wird animiert, bricht aus, aber ich ziehe die Schnur nicht gleich wieder glatt, ne, weil er kann auch gleiten. Wenn ich mit der Stationärrolle das mache, und ihr könnt das mal probieren, man kann machen, was man will, man macht wenigstens eine Kurbelumdrehung. Und je nach Rollengröße zieht man dann 60 bis 80 cm Schnur ein. Also dann ziehe ich den Köder gleich wieder aus der Bahn, der läuft wieder gerade und nicht so, wie er soll, was ein Jerk eigentlich kann. Deswegen ist da eine Baitcast wesentlich besser geeignet. Dasselbe gilt auch für sogenannte Swimbaits. Ich zeige mal sowas. Ich habe jetzt mal nicht so einen großen Swimbait genommen, deswegen auch die kleine Rute. Das wäre jetzt mal ein Swimbait, also ein mehrteiliger Köder.
auch ohne Tauchschaufel. Und diesen kann ich auswerfen, da der so fein gegliedert ist hier, diese drei Glieder, der läuft auch wie ein Fisch, auch bei langsamer Führung. Das heißt, mit der Baitcast kann ich einen Fisch auch langsamer führen als mit der Stationärrolle. Denn je nach Übersetzung, ne, die haben meistens so, die ich gerne fische, 6,3 oder 6,1:1. Das heißt, die eine Kurbelumdrehung, ne, sechsmal und, dreht sich die Spule dabei. Und das hat eine Stationärrolle 4,8, 5,3 oder wie auch immer so. Da ziehe ich wesentlich mehr Schnur ein. Das heißt, ich kann diese Köder mit der Baitcast auch wesentlich langsamer fischen. Was gerade in der kälteren Jahreszeit natürlich immer von Vorteil ist, ne, wenn der Stoffwechsel runtergefahren ist. Der Falter, der Anker hält trotzdem nicht. Harte Bedingungen, hart am Wind. So lernt man am besten. Aber genau. Tja, wie ihr sehen könnt, also wir stehen mitten im Wind. Das hört ihr sicherlich am Pfeifen vom Wind. Wir werden jetzt langsam einpacken. André, erzähl, was hast du gelernt heute? Werfen und dass man Bisse nicht braten kann. Sehr geil. Das auch? Ja. Also, und Köderführung. Köderführung, also doch einiges gelernt heute. Das heißt, eine Baitcast ist für dich eine Option? Ja, auf jeden Fall. Ja. Da bleibe ich dran. Da bleibst du dran. Mhm. Ja, das kriegen wir dann auch hin. Ne? Wenn Fragen sind, natürlich kannst du dich an mich wenden. Wenn ihr noch Anregungen, Vorschläge habt oder auch Fragen zum Baitcasten, dann immer rein in die Kommentare. Wir werden sie sicherlich auch beantworten. Und ansonsten wie immer Daumen hoch und so weiter. Und wenn ihr Anregungen habt, auch mal einfach rein in die Kommentare. Wir reagieren darauf. Aber für heute erstmal, wir fahren erstmal rein.